ist das für ein Leben, wenn auf deine alte Tag auch noch sterben musst. Mit dem neuen Pfarrer wird's auch nicht besser, der hat wieder eine Ewigkeit gebraucht. Ja, der hört sich halt auch am liebsten selber schwätzen. Da ist so ein Leich natürlich etwas geschickt. Ja, die kann sich ja nicht wehren. Ich hätte gerade heilen können. So haben mir meine Füße weh. Kein Wunder, hast du keine falsche Zunge. Wenn du mir viel gefällt und der Kauer wäre wieder aufgewacht von deinem Gejohle. Besser die gar nicht singen. Ich finde, das bin ich dem Kauer schuldig gewesen, dass ich ihm noch etwas mitgebe auf seinen letzten Weg. Na gut, so schöne Anspruch hat er doch gar nicht jeder. Aber ich weiß nicht, die Anspruch vom Vorsitzenden verbietet sich der Verbeug. Ja, meinst du vielleicht doch? Vorsitzende von deiner Narrenzunft, der das an deiner Leiche mal besser machen, hä? Der wäre im Stand und der Zeit Güterrede vom letzten Jahr und offene Arbeit. Oder man Ja, das ist nicht in deinem Rutschland. Und? Ist das alles? Ja, du, mir wäre aufgefallen. Wie hättest du es mal gern, wenn du mal nicht mehr bist? Aber ich, da darf man nicht einmal denken. So nicht, ums Rumgucken kann man nicht mehr rumgucken. Also, wenn es bei mir mal so weit ist, dann lass ich mich verbrennen. Ah, nein, das tut doch weh. Ah, ich sag's ruckzuck. Und wenn du willst, kann ich meine Asche in der Rolle auf der Fernseher stellen. Du in der Rolle auf dem Fernseher trugen. Ach gut, da kennst du ja bei der Rosamunde Pirche gar nicht so dumm neinschwätzen. Bei Pirches, Pirches Rosamunde vertrag ich manche Stunde. Von der Frau mit dem Mann. Frau, ja. Mann mit der die, wo die Frau zu ihrem Mann sagt, sei Asche käme mal in Eieruhr, dass der faule Sack wenigstens nach dem Tod etwas schafft. Ja, sag mal, woher weiß ich denn überhaupt, dass das meine Asche in der Runde ist? Der Uhr. Ganz klar, wenn Frühstückseier zu hart werden, weil die Asche zu langsam runterbringt, ist in der Eieruhr, dann bist du drin. Nehmen wir mal, in der Eieruhr hat man seine Ruhe vor. Ach, neugierig. Ich möchte so ein schöner Eicher sagen, mit einem Bouquet oben drauf, eine rote Rose und vergiss meine, so ein Schleierkopf und dann überall so schöne Bändel runterhängen. Das hat etwas. Bist du verrückt? Was denkst du, was so Küchen kostet? Nimm mal einen anständigen Sarg, denkst du mir, Kinder? Und du denkst mir doch nicht so in einer Bagatelle-Schachtel im Garten verschärft. Und dafür sind wir jetzt fast 38 Jahre miteinander verheiratet. Und ich breche dir alles nach und ich will ja nicht nach und überhaupt. Nehm ich mir. Sowieso zuerst. Herrlich!
was? Wenn wünscht, dann nehmen wir deine Asche in der Marmeladegläse und stell es ans Kicherfenster auf Fensterbank, dann kannst du bis Wände ausgucken. Letzter Woche eiskalt der Bugelander, du Schädel, oder? So eiskalt und dir vorher ein Ochsesbier, gell? Ja gut, ihr wollt nicht trinken, dann halt eure Gläser Bier und die anderen Fensterbank zwischen die Hefe ganz. Du sollst bei mir nicht mitzählen. Also denk, ein paar schöne Bratwurst und ein rechter Grundbierersalat wären mir auch lieber bei der furztrockenen Hefekanz, das Schorschbrot. Ja, es gibt nichts Traurigeres bei der Leib, wie wenn beim Leib ein schmales gespart wird. Erich, da brauchst du mal keine Sorgen machen. Wenn einmal eins von uns zwei vor dem anderen gehen muss, dann spreng ich zur Ochse da drin lieber. Mit Spätzle und Krokette und Salat und hinterher noch eins. Verrückt! Was denkst du, was das kostet? Hat er trifft mir noch der Schlag